zu einem neuen Video von forexhome.de. Das ist das Forex Morning Statement, der Forex Marktausblick für den Tag. So, wir schauen uns heute am Morgen zwei akute zwei akute Chancen an im Markt. Und einer dieser behandelten Währungspaare ist eine Wunschanalyse. Schöne Grüße an dich, Martin, und ich hoffe, dass ich damit alle deine Fragen beantworten kann. Aber zunächst einmal werfen wir einen Blick in den Wirtschaftskalender. Was gibt's für Zahlen heute? Wir hatten ja in der Nacht hier um 2.30 Uhr die Ansprache von EZB, nicht EZB-Präsident Kuroda, das wäre schon irgendwie absurd, von Bank of Japan-Präsident Kuroda. Er hat nicht wirklich was Neues gesagt. Also wir können jetzt hier keine signifikanten Reaktionen im Chart feststellen und auch in seiner Ansprache bzw. flattern auch keine gravierenden Aussagen irgendwo im Netz rum. Und deswegen ja, haken wir das Ganze einfach mal ab. Heute 9.15 Uhr Verbraucherpreisindex aus der Schweiz wird wahrscheinlich eher untergehen, außer es gibt hier große Verwerfungen zwischen den dann aktuellen Zahlen und den vorherigen Zahlen. Alles andere ist wahrscheinlich wirklich marginale Reaktionen. 10.30 Uhr ein bisschen was aus Großbritannien, Industrieproduktion. Das ist ganz interessant, aber eher so auf H4-Basis. Mehr wird es wahrscheinlich nicht bringen. Wer auf kleine Retests wartet oder nochmal Rücksetzer oder was auch immer, der ist mit diesen Zahlen sicherlich ganz gut bedient. Aber heute im Fokus definitiv 13.30 Uhr, die Zusammenfassung der geldpolitischen Sitzung des Rates hier der EZB. Da sind wir mal sehr gespannt darauf und eine Dreiviertelstunde später hier um 14.15 Uhr dann die ADP-Arbeitsmarktzahlen aus den USA. 14.30 Uhr Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung. Das ist nochmal ganz spannend, auch im Zusammenhang mit den gestern im Forex Signal Service vorgeschlagenen Setups im DAX und im Euro-US-Dollar. Beide Setups sehr, sehr gut gelaufen, sind ja Contra-Trades gewesen und ja, freuen wir uns natürlich über zwei Positionierungen, die sehr, sehr kräftig im Plus sind aktuell. So, und dann 16 Uhr heute abschließend der IVI-Kaufsmanager-Index aus Kanada. Wenn es überhaupt eine Reaktion gibt, dann wahrscheinlich nur auf H1 und H4-Basis, also Stunden- und 4-Stunden-Basis. Die Nacht zu morgen gucken wir mal rein, nix. Deshalb gehen wir morgen den NFP-Friday ganz entspannt an. Aber jetzt mal der Blick in den Charts. Wir fangen nicht mit dem Euro-Yen an, wir fangen mit dem British Pfund Cut an. So, das ist die Wunschanalyse von Martin und der Martin hat auf dem H4-Chart einen Trendkanal gesehen. Ich gehe mal davon aus, dass ein abwärtsgerichteter war und wenn der durchbrochen und getestet werden wird, war die Frage, ob man dort long einsteigen könnte und auf eine Gegenbewegung setzt. So habe ich es jetzt zumindest verstanden, die Mail. Aber, wie er schon richtig in seiner Mail mir auch geschrieben hat, zweifelt er an diesem Setup, denn auf Wochenbasis befindet sich der Kurs ja hier mitten zwischen den Fibos. Und damit, lieber Martin, hast du völlig recht. Wir befinden uns hier irgendwo im Nirgendwo. Und deshalb sprechen wir an dieser Stelle nicht unbedingt von einer Gegenbewegung, sondern würden diesem Trend weiterhin folgen in Richtung Süden. Wir schauen uns natürlich jetzt an, wie wir daran noch partizipieren können. Es gibt nämlich einen schönen Einstiegspunkt, wo wir uns short engagieren können. Und wenn wir uns das mal anschauen, wo der Kurs sich jetzt befindet, ja, wir haben hier keinerlei irgendwie nennenswerte Unterstützung. Das hier, dieses Gewurstel hier, das war auch nur ja, nichts Substanzielles hier damals. Und das nächste FIBO-Level 76,4, 78,6 befindet sich erst hier unten, also knapp oberhalb dieser ehemaligen sehr, sehr markanten Seitwärtsrange und deshalb gehen wir auch davon aus, dass dieser Bereich hier rund um die, was ist das, 1,66 bis ca. 1,63 sollte auf die Bären wie ein Magnet wirken. Und dann können wir mal über eine Gegenreaktion sprechen, zugegeben, aber aktuell sehen wir diese Chance eher nicht gegeben. Man kann natürlich auch eines Besseren belehrt werden, aber wir schauen uns mal das Setup an hier im Daily Chart nochmal zur Erinnerung. Darüber hatten wir im Dienstags Live-Webinar, ich glaube, letzte Woche gesprochen. Wir sahen hier diesen schönen abwärtsgerichteten Trendkanal, der wurde nie getestet. Und als der Kurs dann letztendlich mal herunterkam, kam es gleich zum Einbruch in diesen Trendkanal und beziehungsweise in auch einen internen Retest. Das ist sehr schön verlaufen, das können wir uns mal im Detail anschauen. Der Kurs ist hier reingebrochen, wieder reingebrochen, das Ganze getestet. Diesen Spike haben wir noch abgewartet, der ging hier drüber und als der Kurs dann das nächste Mal hier auf H4-Basis, übrigens nicht auf Daily-Basis, auf H4-Basis hier dann hochgeschossen ist,
haben wir uns in dieses Setup eingeklinkt. Der Stop war hier recht überschaubar mit ungefähr, was waren das an der Spitze? Ich muss mal gucken, ich glaube 150 Pips sind wir hier rein. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wir hatten hier auf dem H4-Chart noch einen Widerstand. Und ja, das ist relativ zügig, ist ja das nötige CRV von 3 zu 1 erreicht worden. Mittlerweile sind wir hier mit 655 Pip dabei. Bei einem Stop, wie gesagt, von 100, 100, was war das, was habe ich gesagt, 150 Pip, glaube ich, ist das echt in Ordnung. 350 Pip hätten wir, 450 Pip hätten wir lediglich benötigt, um unser CRV zu erreichen. So, wovon gehen wir jetzt deshalb aus? Wir gehen davon aus, dass sich diese Abwärtsdynamik weiter fortsetzt. Wir sind jetzt auch auf der Südseite aus diesem Trendkanal hinausgebrochen und deshalb ja, kann man hier relativ einfach das nächste Kursziel definieren auf Basis der Projektionshöhe dieses Trendkanals. Das müssen wir natürlich richtig einzeichnen. So, auf den Ausbruchspunkt projiziert und da sehen wir schon, dass wir ziemlich exakt hier an unseren im Weekly Chart definierten Unterstützungsbereich bei ca. 1,63, 1,50 heranreichen sollen. Ab dem aktuellen Zeitpunkt wären das nochmal 500 Pip, aber das ist gar nicht so viel, wie wir möchten. Ich denke, dass wir hier eine durchaus noch bessere Positionierung bekommen und dafür gehen wir mal in den H4-Chart. So, und da sehen wir es nochmal ganz deutlich, wie der Kurs hier aus dem Trendkanal ausgebrochen ist. Im H4-Chart sieht er ein bisschen anders aus, also von der Geometrie her. Das ist aber gar nicht weiter so schlimm. Es geht mir hier auch vorwiegend um die horizontalen Widerstände und um die EMAs. Diese diagonalen Widerstände sind eher jetzt eine Art Orientierung. So, und jetzt gucken wir mal, wo fand denn die letzte glatte Abwärtsbewegung statt, ohne nennenswerte Gegenbewegung. Das war eindeutig hier an diesem Punkt. Und zwar, worum handelt es sich hier um den 1.7. hier in den Morgenstunden um 4 Uhr, die 4 Uhr Kerze. Und hier sehen wir schon ein kleiner doppelter Boden. Also hier wäre sogar die Chance auf einen Kontra-Trade gegeben, falls der Kurs sich nochmal irgendwie in Richtung Süden bewegt. Können wir mal die Pivot Points mit einblenden. Schauen wir uns das mal an. Ah, der Daily Pivot, nee, der ist jetzt vorbei, Weekly S2. Nun ja, wir können ja mal gucken, wenn der Kurs heute nochmal auf den S1 runtergeht, könnten wir das Fibo durchaus nochmal anpassen. Und ja, ich könnte mir jetzt zum Beispiel vorstellen, der Kurs prallt hier irgendwie ab, vielleicht auch jetzt gleich hier, fällt nochmal auf den S1, schließt aber auf H4-Basis oberhalb dieser beiden Tiefs. Ja, und da hätten wir quasi eine Bestätigung dieses doppelten Bodens mit kleinem bärischen Fehlausbruch, könnten uns long einklinken und bis zu unserem Kurszielniveau, welches wir gleich definiert werden, hochtraden. Also ich denke, hier könnte man eine schöne Chance entwickeln mit ungefähr ja, 60 Pip Stop-Loss und einem Ziel von ungefähr 400 Pip. Also das klingt in meinen Ohren jetzt sehr, sehr schön, ist aber eine sehr kurzfristige Sache, müsste wirklich zügig passieren. Dieser Test dieses doppelten Bodens. Wir werden mal sehen, ob das wirklich stattfindet. Wir bleiben aber mal bei unseren Fibo-Retracements, so wie es jetzt ist. Wir können ja nicht immer von einem weiteren Test ausgehen. Irgendwann ist ja mal Schluss. Und da sticht natürlich sofort dieser Widerstandsbereich ins Auge zwischen unserem wichtigen 61,8 Retracement und den 70er-Levels. Daily 34er EMA auch noch eine gewisse Rolle. Und dementsprechend gehe ich davon aus, dass wir hier, da blenden wir die Pivot-Points nochmal ein. Dass wir hier zwischen dem R2 und R3 heute eine Positionierungsmöglichkeit bekommen, um das Ganze dann bis zum Kursziel, was haben wir gesagt, bis zu 1,63, 1,50, mindestens jedoch bis zum Monthly S1, Weekly S3 herunter zu traden. Also hier, so sieht das ganze Szenario aus. Eine Gewinnerwartung dementsprechend von mindestens 600 Pip bis vielleicht sogar 750 Pip ungefähr. Stop-Loss-Thematik muss man natürlich wieder dem eigenen Risikomanagement anpassen. Beispielsweise könnte man sich an diesem Widerstand orientieren. Oh, leichter Stimmbruch heute früh. Könnte man sich an diesem Widerstand orientieren, irgendwas mit 140 Pip arbeiten, irgendwas in der Richtung. Und dann sollte das CRV bereits beim Erreichen dieses doppelten Bodens dann erreicht sein. Da könnte man sich dann Gedanken darüber machen, einfach schon ein paar Gewinne mitzunehmen. Dem einen oder anderen juckt es ja dann immer in den Fingern. Ich lasse ja den Kursen immer gern sehr, sehr viel Luft, sehr, sehr viel Spielraum, den Setups. Und bis jetzt fahren wir definitiv ganz gut damit. Hier auch nochmal der Blick auf die Projektionshöhe, beziehungsweise auf die Kurszielberechnung. Und da sehen wir schon, auch an diesem Punkt erreichen wir wieder
Auch in diesem Punkt haut es sehr gut mit der Projektionshöhe hin. Und ja, damit hätten wir es eigentlich schon abgeschlossen. Ich würde auf den Euro-Yen vielleicht im Tagesverlauf oder morgen nochmal eingehen. Jetzt gibt es erstmal Frühstück. Mein Kleiner, der ruft schon. Und ich wünsche natürlich einen erfolgreichen Handelstag. Martin, wie gesagt, ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Wunschanalyse helfen. Tschüss und bis bald.